Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute 4 Gesetzentwürfe und einen Antrag und hören von Ihnen, Herr Bundesinnenminister, dass Sie einen Kompromiss gefunden haben, einen Ausgleich zwischen den Vorstellungen der Union und den Vorstellungen der SPD und erläutern uns, was ein Kompromiss ist. Was Sie aber nicht sagen, ist, dass dieser Kompromiss jemanden kompromittiert, nämlich die SPD. Denn wir hören schon, dass die Streitigkeit beginnt um die Lesart, um die Deutung Ihres Änderungsentwurfs. Hat sich denn nun die Union durchgesetzt auf ganzer Linie oder hat die SPD ihre Fußspur hinterlassen? Vielleicht kann ich bei diesem Streit die Lösung sagen. Die Union hat sich durchgesetzt auf ganzer Linie. Das, was Sie uns heute vorstellen, ist das, was Sie immer schon von der Union gesagt haben, nur sprachlich schlechter und eigentlich völlig unverständlich. Und ich will kurz sagen, weshalb das so ist. Sie sagen, bis zum 31.07. gibt es keinen Familiennachzug. Und ab dem 1.08. dieses Jahres gibt es ein Kontingent von 1.000 Menschen pro Person aus humanitären Gründen. Und jetzt beginnt schon die Unklarheit. Ist das ein Tatbestandsmerkmal? Also gibt es nur Menschen, die aus humanitären Gründen nachziehen können, bis maximal 1.000? Oder ist das die Begründung sozusagen, aus humanitären Gründen erlauben Sie 1.000 Menschen den Nachzug plus Härtefälle, so wie sie SPD deuten will. Nur so steht es gar nicht im Gesetz. Im Gesetz, in Ihrem Entwurf steht 1.000 Menschen aus humanitären Gründen, was immer das genau ist, bis die Zahl von 1.000 erreicht ist. Und das ist doch Ihre Vorstellung immer gewesen. 1.000 ist eine Obergrenze. Sie schaffen sogar eine Obergrenze für Härtefälle. Und das, meine ich, das kann nicht angehen. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Hagedorn? Ja, gestatte ich. Kollege, lieber Kollege Herr Thome, ich finde es ganz spannend. Sie haben darauf hingewiesen, dass hier 4 Anträge vorliegen, einer davon von der FDP. Und Sie arbeiten sich jetzt mit der Masse Ihrer Redezeit an dem gefundenen Kompromiss zwischen CDU, CSU und SPD ab. Auch die Zwischenfrage von Herrn Kubicki gerade eben an unsere Kollegin Eva Högel hat schon den falschen Eindruck erweckt, als ginge der FDP der Familiennachzug hier gar nicht weit genug. Fakt ist aber, dass bei der gefundenen Regelung jetzt ein Kontingent kommen wird. Ich muss keine Frage stellen, lesen Sie mal die Geschäftsordnung, sondern dass die FDP einen Antrag vorgelegt hat, der darauf abzielt, eine Aussetzung des Familiennachzugs für die nächsten 2 Jahre zu machen. Und auch die Kollegen von den Grünen, bei Jamaika gab es ja auch eine Regelung, da war es 1 Jahr. Also in Wahrheit ist es so, dass der hier gefundene Kompromiss zwischen uns an Humanität, was den Familiennachzug anbelangt, deutlich mehr bringt für die Menschen, um die es geht, als bei der FDP und übrigens auch als bei den Grünen. Frau Kollegin Hagedorn, bitte lesen Sie unseren Antrag ganz und gründlich. Wir wollen in der Tat, dass kein ungeregelter, kompletter Nachzug erfolgen kann. Wir wollen eine geregelte Nachzugsregelung, die auch vorsieht, dass der Nachzug weiter ausgesetzt bleibt. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt, den Sie nicht gelesen haben, dass wir eine klare Härtefallregelung haben wollen. Ein Härtefall, der sowohl in der Person dessen liegt, der hier bereits im Lande lebt, als auch in der Person dessen liegen kann, der nachziehen will. Und jetzt kommt der große Unterschied. Wir sagen, warum wollen wir denn nicht auch den Menschen, die gut integriert sind und sie selbst versorgen, die hier Arbeit gefunden haben, Deutsch sprechen, straffrei geblieben sind, die hier arbeiten, Geld verdienen, ihre Miete bezahlen, Steuern bezahlen, denen nicht auch den Nachzug der Familie ermöglichen? Das ist doch der wesentliche Unterschied. Da finde ich in Ihrem Entwurf nichts, aber auch gar nichts. Und wenn Sie der Anhörung, die wir am Montag hier im Parlament hatten, beigewohnt haben, da sind Sie auch da gewesen, haben Sie vielleicht bemerkt, dass etwas ganz, ganz Seltenes und Außergewöhnliches passiert ist. Sogar die von der Regierung benannten Sachverständigen haben attestiert, klar und deutlich, dass diese Kontingentierung von 1.000 pro Monat mal übergangsweise eine Zwischenlösung sein kann, dass aber am Ende die Vorstellung der FDP, die richtige ist, klar zu definieren, welche Härtefälle sind notwendig
Und sogar der Vertreter des Deutschen Städte- und Gemeindetages hat deutlich gemacht, dass das, was die FDP vorgelegt hat, schon durchschimmern lässt, was die endgültige Regelung sein muss, dass die FDP den richtigen Entwurf vorgelegt hat. In diese Richtung muss es gehen. Das ist etwas ganz Seltenes, dass sogar die regierungsbeamten Sachverständigen einen Oppositionsentwurf als richtigen vorstellen. Stattdessen haben wir hier eine Regelung mit 1.000 pro Monat, sogar eine Begrenzung, Konjunktivierung der Härtefälle ist bei Ihnen vorgesehen. Und was erzeugen Sie denn damit? Sie erzeugen, dass sogar bei den Härtefällen Warteschlangen entstehen, Herr Bundesminister. Warteschlangen von Menschen, von denen Sie nicht sagen, wie Sie es priorisieren wollen. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass nicht die schlimmsten, gravierendsten Fälle am längsten warten müssen? Nichts, nichts davon findet sich in Ihrem Entwurf, dass Sie das als christliche Politiker. Herr Kollege Thome, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon. Ich komme erst in Rage. Herr Kollege Thome, was schätzen Sie denn, wie viele Jahre so ein geflüchteter Mensch hier bei uns gut integriert sein muss, um Deutsch zu sprechen, eine Wohnung zu haben, eine Wohnung bezahlen zu können, Arbeit zu haben, damit Sie ihm dann erlauben würden, seine Familie nachzuholen? Nein, Frau Kollegin, da schätzen Sie mich völlig falsch ein. Wir haben bereits eine ganze Reihe von Fällen von Menschen, die bereits hier leben, seit gar nicht allzu langer Zeit hier sind, bereits gut Deutsch sprechen, sich redlich bei uns verhalten, gegen die kein Einwand besteht, die hier arbeiten und in der Lage sind, ihre Familie nachzuziehen. Ich kann Ihnen keine Zahlen nennen, aber dass es solche Fälle bereits jetzt gibt, daran kann in meinen Augen kein Zweifel bestehen. Und was wir eben erreichen wollen, ist, dass Menschen, die die Leistung zeigen, ihre Familie nachholen können. Das aber ist in Ihrem Entwurf nicht zu erkennen. Und deswegen sind wir der Meinung, dass das, was Sie uns hier vorlegen für eine christlich gewählte Regierung, nicht der große Wurf sein kann. Ich glaube, Sie vertagen das Problem, verschieben es auf eine Lösung in einem noch zu erlassenen Gesetzentwurf, der dann kommen soll, wenn die Tinte unter dem Koalitionsvertrag trocken sein wird. Was dann kommt, da sind wir sehr gespannt. Ich bin jedenfalls gespannt, Frau Nahles, Herr Schulz, wie Sie Ihrer Partei das, was hier von Ihnen als Kompromiss ausgehandelt worden ist, schmackhaft machen wollen. Wir sind sehr gespannt, wie dieses Thema weitergehen wird. Vielen Dank. Danke sehr. Jetzt hat das Wort der Vorsitzende der Fraktion Die Linke, Dr. Dieter.